Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit unserem Heribert aus dem Hause der Etichonen. Und er hat in der vergangenen Folge, zum Ende der vergangenen Folge, jemanden niedergestreckt, nämlich einen Bauernpöbel. Und dieser Anführer des Bauernpöbels ist jemand, der nennt sich Lothar von Schwaben. Passt schon ein Name von edler Kultur und er hat sich doch unter Beweis gestellt. Er hat hier viele, viele Bauern für sich gewinnen können, für die Sache, zu rebellieren gegen uns und hat sich doch auch bewiesen in strategischen Hinblicken, dass er ein potenziell sehr starker Ritter und Befehlshaber sein könnte. Und nun mal, man könnte verschiedenerweise damit umgehen. An diesem Falle denkt unser Heribert auch ein wenig darüber nach, was würde er denn mit so jemandem machen? Er ist eine treuherzige Person, eine ehrgeizige und gierige Person und ich glaube, hier denkt er ein bisschen pragmatisch. Er könnte eine solche Person auch einfach an den Hofe holen und diese für sich selbst kämpfen lassen und damit ja vielleicht auch ein wenig rein Roleplay-technisch diese Bauern, die verärgert sind, ein wenig ins Boot holen. Ja? Und zu sagen, ich erkenne an, dass ihr unzufrieden seid mit irgendetwas, dann können wir hier vielleicht einen Weg gehen, er wird der Sprecher für euch hier werden und an meiner Seite stehen, sollte es zu irgendwas kommen, wenn hier eine Freilassung verhandeln und ihn rekrutieren, wenn er das möchte. Gelübde ablegen braucht er nicht, wir werden ihn einfach so rekrutieren, er ist katholisch, er ist Schwabe, Lothar zu Schwaben steht hier sogar, ist ein religiöser Eiferer, muss man auch mal gestehen, tapfer und zornig und ein wahnsinnig guter Anführer hier. Wenn er sich gut macht, er ist 24 Jahre jung, könnte er durchaus auch mal vielleicht Ratsmarschall werden, würde ich sagen. Gut, wir gehen rein. Wir sind dabei, Ansprüche zu erheben, sind aber noch weit weg von entfernt. Und weiterhin ist es so, dass eben Deutschland gerade auseinanderbricht, im wahrsten Sinne. Auch hier nur noch 200 Mann schwach. Wir könnten uns hier leider auch nicht mehr anschließen. Übrigens ein Bündnis mit Lothringen. Auch net to know. Ja. Wir könnten diese Chance auch einfach nutzen und hier ganz schnell irgendwann Krieg erklären. An den Vorlauten Heribert. Ich habe keine andere Wahl, als euren Bedingungen für meine Freilassung zuzustimmen. Passt lieber auf, was ihr tut, Lothar. Ja, wir behalten ihn natürlich im Blick, weil er wird jetzt hier unseren Hof ergänzen. Und nach wie vor, wenn wir jetzt hier einen Anspruch kriegen, wir haben kein Geld für Krieg, ne? Wir werden hier wieder in den Rat eingeladen. Als Ratsmarschall müssen wir wieder ablehnen. Da sehen wir gar keinen Pluspunkt drin, hier sich diesen Sachen anzuschließen. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, Kultur fördern brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt. Das ist alles schwäbisch, ne? Wir selbst gelten als Franken, sind aber hier eigentlich im Raume der Schwaben. Kann man auch hier nochmal sehr, sehr gut sehen. Könnten wir nicht eine Mischkultur ergründen, theoretisch? Können wir nicht, weil... okay, wir teilen uns dieselbe Herkunft. Also es ist beides quasi eine deutsche Herkunft. Schade drum, schade drum. Das wäre mal eine schöne Sache, die ich bisher in meinen Let's Plays noch nicht gemacht habe, eine Mischkultur zu bilden. Aber wir könnten jetzt hier mal überlegen, wenn ich vielleicht sogar... Oh, Jagd veranstalten, ja, das macht er. Der weiße Hirsch geht ihm nicht aus dem Kopf. Das bisschen Geld, was er zur Verfügung hat, das wird er mitnehmen. Das wird er probieren, wer weiß, vielleicht kriegt er eine Trophäe, die viel mehr wert ist, als er hier ausgibt für diese Jagd. Vorsicht, Einhorn, okay. Ah, ganz außergewöhnlich. Gerade als mein Höfling Eugenia und ich einen Hügel erklimmen, hören wir es. Das Knacken von Ästen, das Rascheln im Unterholz, Vögel, die verängstigt zwitschern. Dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Einhorn kommt direkt auf uns zu. Und die Zuschauer hier auf Twitch werden sich erinnern, beim letzten Mal, als wir dieses Event hatten, war es ein Wildschwein in Indien. Oh Gott, aber 0%, dass wir sterben. Boah, glücklicherweise, ich habe gar keinen Bock, dass wir schon wieder von vorne anfangen. Der Weg des Tieres endet hier von mir. Hilfe, so tut doch etwas, Eugenia. Nee, er ist hier ein gestandener Mann. Er ist sehr von sich überzeugt. Er ist ein standhafter Anführer. Er wird hier dieses Tier entgegentreten und bekommt eventuell eine Jagdtrophäe, das uns Prestige bringt. Sogar sehr viel. Es würde es fast verdoppeln. Nehmen wir das mit. Wir bekommen 10 Jahre Jagdtrophäe und sind nicht verwundet. Also hier ein ganz anderes, ein ganz anderer Ausgang zum letzten Mal. Die Rückkehr aus der Wildnis.
Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Ich habe schon etliche Jagden veranstaltet und langsam bemerken, dass die Menschen in meiner Umgebung, meine Aktivitäten sprechen sich herum. Wir kehren gestärkt nach Hause zurück und er wird Jungjäger. Heribert antwortet flink, sowohl dem Ruf der Wildnis als auch dem Sein des Bogens. Bekommen nochmal mehr Kampfgeschick. Sehr stark, also ein 19er Kämpfer. Wenn er galant bekommt irgendwann, dann ist da echt einiges möglich. So, ja, Geld, um Leute zu rekrutieren, haben wir eh nicht. Haben 6 von 11 Rittern nur. Wir werden hier mal unseren, ja, Gottfried. Guck mal gleich nochmal rein. Wir werden erst einmal überspannt, von Anspannung überwältigt, wollte ich sagen. Denn unser guter Freund, Graf Ermen Ulfo, ist leider verstorben. Mit Krebs. Der Krebs hat sich durch den Körper von Ermen Ulfo ausgebreitet und saugt ihm das Leben aus. Es hat ihn schlussendlich hingerichtet und unser einziger guter Freund ist davon nun betroffen. Dramatische Musik. Bei Gott, die Bittsteller des Reiches stehen in letzter Zeit wirklich Schlange. Die Arbeit scheint mir schier endlos. Und da tritt auch schon der Nächste vor. Offenbar ein noteilender Kaufmann oder dergleichen. Bringt ihr mir eure Steuern? Nein, dann kümmert es mich nicht. Der Kaufmann schaut mich mit offenem Mund an und blinzelt schockiert. Habe ich etwas Falsches gesagt? Vielleicht würde ich mich ein neuer Umhang aufmuntern. Nee, wir sind gierig. Wir werden hier nicht verschwenderisch werden. Das glaube ich nicht, dass er das wird. Er könnte aber ein Trunkenbold werden. Oder er sagt, ich bin der Dux. Ich schaffe das aus eigener Möglichkeit hier. Montes Lache wurde hier noch eingespielt. Ich glaube, die war jetzt hier nicht zu hören, weil wir in der Aufnahme sind. Ich würfel. So, ich würfel eine 5 von 6, das heißt, ich nehme die unterste Entscheidung. Ich bin der Dux, ich schaffe das schon alleine. Okay, wir haben einen Platz am Rate frei. Wir könnten hier mal überlegen, wer da in Frage kommt. Lothar von Schwaben. Was ist denn mit Gottfried? Gottfried ist kein guter dafür. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, könnten wir wirklich überlegen, ob wir Lothar einsetzen. Wir sind ja treuherzig und er macht sich hier wirklich bezahlt. Wir werden ihn hier einsetzen als jemand, der wirklich richtig gut darin ist. Er hat übrigens immer noch die Gefangenen-Schellen an. Müssen wir ihn gleich mal ablegen. Als neuer Ratsmarschall zu dienen, damit könnte er hier doch sehr gut uns voranbringen. Ich werde hier mal ganz kurz anpassen, dass er hier nicht mehr in Ketten liegt. Er muss doch irgendeine Kleidung bekommen, irgendwas niederer Adelsrahm hier bekommt. Kommt er denn? Hochadel bekommt er nicht. Westliche, niedere, westliche Gemeingewandung. Da sehe ich ihn. Und er bekommt die Pose wieder in Default. Das heißt, er trägt nun dieses Anklitz. Er ist ein Experte für unwegsames Gelände außerdem. Und jetzt werden wir mal überlegen, wir haben hier einige, die sehr unzufrieden sind mit uns. Wir könnten unseren Richara wieder einsetzen. Oh Gott, die mag uns ja gar nicht, weil wir Mörder, hässlich und wahnsinnig sind. Oh je. Wie wär's denn mit Ermen Ulfo dem Zweiten? Das ist der Sohn von unserem guten Freund. Dann müssen wir ihn einsetzen. Das passt ganz gut, wie ich finde. So, wir schauen hier mal rein. Ja, Auflösungskrieg läuft. Diese Kriege laufen auch. Schwaben mit beteiligt. Ja, das gestohlene Fässchen. Es geht um unseren Spielererben Maximilian. Ich habe diese beiden versteckt in der Speisekammer vorgefunden. Schreibt mich eine sehr aufgebrachte Köchin an. Mein Sohn Maximilian und Regina werden von ihr hinter sich hergeschliffen. Sie haben ein ganzes Fässchen Wein gestohlen, den Großteil ausgetrunken. Jetzt sieh sich einer sie an, sie, voll bis oben hin. Die beiden, sie können kaum noch stehen, sagt sie wütend. Es scheint, dass mein Mündel unter Gruppenzwang stand, doch wenigstens scheinen er und Regina sich bestens zu verstehen. Unser Spielererbe hat hier offenbar einen Freund gefunden, Graf Regina. Wer ist er denn? Er ist hier... Oh... Herrscher von Worms und Lautern. Mit 15 Jahren. Ein gieriger, arroganter, keuscher und rauflustiger Kerl. Okay. Jetzt könnten wir wieder sehen, wie er sich entwickelt. Wir könnten einer Freundschaft mit Maximilian näher kommen, indem wir sagen, ha, hat eine gute Zeit. Nicht wahr? Oder ich sage, ich glaube, da braucht jemand eine Lektion in Sachen Verantwortlichkeit. Oder ihr haltet euch ab jetzt von Gebrannten fern. Verstanden? Wir werden wieder würfeln. Ja, wie die Aufforderung im Chat, wir würfeln. Ich
Würfel eine 2 von 6. Dementsprechend nehmen wir die obere Entscheidung und er wird gesellig. Ja, wir lassen uns auf diesen Spaß ein. Euer Lehnsherr hat das Gesetz begrenzte Lehnsautorität veranlasst. Das finde ich ja auch nicht schön. Und uns wird Vormund gewiesen. Seid gegrüßt, mein aufmerksamer Vasall. Ich hätte gern, dass euer Sohn Gunnar von Maximus ausgebildet wird, einem äußerst begabten Vormund. Wer ist denn Maximus? Irgendein Typ? Der Ratskanzler von aktuell? Ne, das werden wir nicht machen. Er könnte damit griechisch und orthodox werden. Das halte ich für absurd, vor allem in der Situation, in der sich dieser König hier gerade befindet oder der Despot von Deutschland. Das ja fast schon eine Beleidigung, wie ich finde. Wir lassen weiterlaufen. Wir haben einen Anspruch bekommen, nämlich den Anspruch auf Speyer. Ja, hier unseren Kontrahenten. Tja. Es geht um unser Pferd, Boreas, ein sonniger Tag. Auf dem Weg zum Stall begrüßt mich das fröhliche Wiehern von Boreas. Mein Pferd scheint bei diesem wunderbaren Wetter ganz begierig darauf zu sein, sich die Beine zu vertreten und ich kann nicht anders. Mir geht es genauso. Ja, warum nicht? Ich würde jetzt hier sagen, ich muss jeden freien Augenblick zum Üben nutzen, oder? Dieser Tag ist zu schön, um ihn nicht angemessen wertzuschätzen. Was würde das denn bedeuten? Eine tüchtige Ausbildung? Ich würde hier eigentlich fast sagen, dass er hier das Obere nimmt, denn er ist ehrgeizig. Er weiß, was er will und hat keine Angst davor, einen Versuch zu unternehmen, es auch zu bekommen. Und er will ein starker, mächtiger, bekannter Ritter sein und auch bleiben. Deswegen nimmt er auch diese Anspannung wieder mit. Uje, also langsam hat echt Geldprobleme. Und in der Domäne auch zu viel. Da müssen wir mal über nachdenken, ob wir eine abgeben möchten. St. Gallen beispielsweise. Eine Geschichte über, tja, das Feuer knistert. Es gab etwas zu trinken und Christine, meine Frau, will eine Geschichte von mir hören. Als erstes fällt mir eine fränkische Sage ein Klassiker, der stets zu gefallen weiß. Andererseits könnte ich auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, vielleicht diese. Ich schloss mich dem Krieg von Ehrenfried Etichon gegen Graf Adam von Kolmar an. Bleiben wir bei der Tradition? Nee, wir sind ehrgeizig, wir werden von uns selber reden. Natürlich, natürlich, dann reden wir über uns selbst. Werde ich mal schauen, wir müssten vielleicht echt mal St. Gallen abgeben. Und zwar an unseren Sohn. Wer wird denn St. Gallen erben? Ja, unser Erstgeborener wird es erben. Das heißt, er bekommt hier... Er würde Zürich erben. Und du? Der Zweitgeborene erbt tatsächlich St. Gallen. Wenn wir nicht abgeben, warum nicht? Kinder können die religiösen Pflichten nicht übernehmen. Sowieso komisch, dass wir bei St. Gallen... Nee, komm, das vergeben wir einfach so. Gibt es da jemanden, den wir gebrauchen könnten? Einen Ritter. Wir könnten jetzt diesen Bauernpöbel hier wählen. Halte ich aber auch für ein bisschen absurd, ihn jetzt hier zum Grafen zu machen. Unserem ehemaligen, das wäre doch eine schöne Geste. Unserem ehemaligen Ratsmarschall, er bekommt hier dieses Ding von St. Gallen. Und er wird damit automatisch Fürstbischof. Finde ich ja absurd. Mit null. Eieiei. Naja, wir haben aber Karl hier an unserer Seite, der macht das hier für uns, er ist ein guter Bischof. Ah, aber jetzt haben wir dieses Ding los und bekommen damit auch deutlich mehr Gold. Plus 4 haben wir jetzt, statt 2,9. Ein Bündnis ist ausgelaufen. Verdammt. Dieses Bündnis, das wir mit Aquitanien hatten. Der Sohn ist auch... Warte mal, warte mal. Aber die sind doch... Der hat eine andere geheiratet, okay. Das ist ja frech. Warte mal, wen ist denn unsere Älteste? Mit niemandem. Schaden drum. Hat das offenbar aufgelöst bei der Hochzeit. Schade. Aquitanien wäre ein guter Bündnispartner gewesen. Galizien. Tja, da sehe ich aktuell nicht viel Interessantes, muss ich ehrlich gestehen, mit dem man sich verbünden könnte. Nee. Eigentlich sogar gar nichts. Gibt es denn Möglichkeiten, sich in Burgund oder Lothringen vielleicht einzuheiraten? Prinz Gulhelm von Lothringen, der wird das wahrscheinlich nicht wollen. Schwester ist übrigens auch nicht verheiratet. Die müsste man mal machen. Da kriegen wir nämlich wieder ein Bündnis. Bündnis macht. Wir schauen mal, was hier so geht.
Ruhen. Ruhen liegt ja in unserer Nähe. Oh, 3400 Mann. Und den nehmen wir mit. Oh, ein genialer Kämpfer. 28er Wert. 25 Kampfgeschick. Tapfer, zornig, rachsüchtig. Aufseher, Glaubenskrieger, ein Furtner. Er ist gescheit. Wow. Dann probieren wir das, aber sie ist 26. Das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, ne? Nee. Das ist nicht standesgemäß, möchte man sagen, aufgrund der unterschiedlichen Alter. Das geht nicht. Das nehmen wir nicht mit. Haben wir da noch irgendwas im bayerischer Trupp? Ist auch Quatsch. Bruno, slowenisch, sächsisch. Wir könnten uns mit Angria verbünden. Und das halte ich doch für durchaus angemessen. Das machen wir. Angria, ein unabhängiges Reich mit 1452 Mannen. Das nehmen wir mit. Und damit ist ein Posten wieder frei. Wir könnten hier unseren neuen Bischof einsetzen. Oder weisen es neu zu. Weisen es neu zu und holen uns einen neuen Ratskanzler. Nämlich, bleibt nur Rishara, die uns nicht ganz so mag. Aber guck mal, ist schon deutlich besser geworden dadurch, dass sie wieder im Rat ist. Wir werden wieder eingeladen. Jetzt ist aber langsam mal gut. Nein, wir werden euch nicht aus dieser Lage hier retten. Das könnt ihr ganz getrost selbst tun. Da werden wir nicht mitmischen. So, ein Drittel ist verfallen. Und wir bekommen Pferde nahe. Mein Vasall Fürstbischof Gottfried beäugt Boreas eingehend und nickt zustimmend. Ihr habt da ein prächtiges Ross. Wenn ich einmal mit ihm ausreiten dürfte, würdet ihr mir eine große Ehre erweisen. Ja. Niemand außer mir macht es. Nee. Das sagen wir auch. Das ist unser Pferd und wir wollen nicht, dass hier irgendjemand die Idee kommt, unser Pferd in Gefahr zu bringen. Das ist unser Pferd und nur wir wissen, mit ihm Hand zu haben, denn es war ja auch ein sehr, nicht ganz so softes Pferd. Meine Säuglinge, mit einem müden und doch glücklichen Lächeln überreicht Christine mir zwei perfekte kleine Kinder. Wie werdet ihr einst sein, meine Kinder, und wie soll ich euch nennen? Hier wieder die Chance für den Chat auf Twitch. Ihr dürft mir gerne Namen nennen. Die ersten Namen, die da stehen, werden genommen. Adalbert wird hier genommen. Und Minilord hat natürlich nochmal ein Vorrecht. Er hat ja eben quasi die Wahl verloren der Namensgebung. Also da dürfte er immer ein Vorrecht haben. Ich werde jetzt erstmal Adalbert hier eingeben. Und dann haben wir noch eine kleine perfekte Tochter. Victoria. Sehr schön. Victoria und Adalbert. Auch da werden wir einmal schnell auswürfeln, in welche Richtung es geht. Sie sind übrigens beide nicht hässlich. Ja? Das ist ein Zeichen, dass es vielleicht nicht unsere Kinder sind. Möchte ich nur mal kurz sagen. Ich habe hier einen W10 und ich werde wieder auswürfeln, in welche Richtung die Ausbildung geht. Wir schauen hier hin. Ich fange oben an mit der 1 und 2 und dann gehe ich im Uhrzeigersinn weiter. Ich würfel eine 8. Das heißt, sie kommt auf Bildung. Und dann haben wir noch Adalbert. Noch Heribert, aber er wird gleich umbenannt. Und da würfel ich auch eine 8. Okay, das ist sehr deutlich. Beide gehen hier auf Bildung. Schwerpunkt und möget ihr stark und weise werden, meine wunderbaren Kinder. Schön. Da müssen wir jetzt noch Vormünder hinzubringen. Könnte doch eigentlich die Frau machen, oder? Relevanz. Und denn hier, ist ein Quatsch, was hier vorgeschlagen wird. Gehen wir nach Meinung. Andalusisch? Warte mal, habe ich das Richtige ausgewählt? Wollte Vormund machen, ne? Kind unterrichten. Ah, ich habe das Falsche ausgewählt. Na gut, dann ergibt es ja Sinn. Wir könnten hier unsere Gattin wählen, dann nehmen wir sie auch. So, und Adalbert bekommt hier auch einen Vormund. Wie wäre es denn mit dem Sohn von unserem ehemaligen guten Freund, Graf Ermin Ulfo? Bitteschön. Bildung für alle. Elisabeth wird erwachsen, unsere älteste Tochter, die nach wie vor verwundet ist. Immer noch keinen Mann, ja, da müssen wir jetzt echt mal was finden. Olmütz, wo liegt denn Olmütz, muss ich mal sagen? Ach, da drüben. Naja, wir werden uns das einmal durchlesen, was hier das Spiel über sie aussagt. Ich bin stolz darauf, meine Tochter nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsene zu sehen. Unsere Frau hat gut beigetragen, sie zu unterrichten und sie ist insgesamt ein... zäher Soldat geworden, ganz nach ihrem Vater, aber jetzt auch kein wirklich guter Kämpfer. Sowohl man ja auch sagen muss, gerade in der katholischen Kultur hier, da kämpfen Frauen ja auch nicht.
Und so ist es eben. Aber jetzt ist sie volljährig und jetzt müssten wir hier mal schauen, wie es aussieht. Wir müssen hier unbedingt ein passendes Bündnis finden. Ruhen könnte man nehmen, aber wobei sie 16, das könnte besser passen. Ja, warum nicht? Auch hier ein sehr mächtiges Bündnis. Der ist immer noch 1700 Mann. Der Gegner immer noch stärker als wir. Schade. Wir haben die Zeit im Blick. Alles gut, danke dafür. Eine unwürdige Herausforderung. Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für einen Narren, als er mir auf den Übungsplatz entgegentrat. Obwohl mir Meginher anfangs nach keiner großen Bedrohung aussah, wurde mir schnell klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde darin bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ich versuchte, meine Erleichterung nicht zu zeigen, als sein Schwert endlich zu Boden fiel. Ja, jemand Neues hier, den wir an unseren Hof holen können. Wir brauchen unbedingt starke, ja, Ritter an unserem Hof. Den nehmen wir mit. Und wir haben das Bündnis geschmiedet und dann haben wir ja diesen wunderbaren Sache mit unseren Hausregeln und er wird jetzt quasi für die Ausbildung unserer Tochter bezahlen. Dementsprechend werden wir ihm Geld entziehen. Er muss eine Mitgift in eine Aussteuer entrichten, nämlich von 50 Gold, denn er ist selber ein Graf. Sehr schön, damit haben wir ein wenig Gold wieder übrig und der Lohn des Lügners. Mein Sohn wurde von mir dabei erwischt, wie er Dinge aus der Reisetruhe von Bürgermeisterin Richara stehlen wollte. Die Arme wird immer wieder drangenommen, ne? Sie, die gerade zu Besuch ist. Ich war erschüttert. Er schob die Schuld auf sein Spiel, das ein anderes Kind erfunden hatte, doch es war eindeutig, dass er log. Und er hat auch ein schelmiges Grinsen, ne? Uiuiuiui, unangenehm. Ihr müsst lernen, wie man mit Lügen davonkommt. Oder seid ehrlich, dann werden sich euch andere öffnen. Oder wir sind allesamt gelenkt von Regeln, die größer sind als wir, mein Kind. Wir werden das einmal wieder auswürfeln, wie die Ausbildung stattfindet. Und wir könnten jetzt wieder übermannt werden von Anspannung. Unangenehm. Ich würfel eine 5 von 6. Das heißt, wir sind allesamt gelenkt von Regeln, die größer sind als wir, mein Kind. Wir werden überwältigt. Überfordert vom Hof. Oha, oha, oha. Das habe ich noch nie gesehen. Naja, geistiger Zusammenbruch. Schauen wir uns gleich an, was hier passiert ist. Was ich auch tue, die Leute nutzen mich aus. Mein Hof lügt mir ins Gesicht rund um die Uhr. Jeden Tag gemeine und adlige gleichermaßen. Mir kocht das Blut. Ich ertrage es einfach nicht länger. Wenn ich nichts dagegen unternehme, muss ich noch schreien. Nee, neuer Umhang wird er nicht machen. Ich beiße die Zähne zusammen und lächle gezwungen oder ich kann das nicht länger in mir aufstauen. Tja. Wenn ein verstörendes Geständnis bekommen, hat eine beunruhigende Dinge ganz offen eingestanden. Okay, ich werde das auswürfeln zwischen dem und den Letzteren. Wir schauen mal, wo uns das hinführt. Vielleicht noch mehr Anspannung, wer weiß. Ich würfel eine 2 von 6, das heißt, ich nehme diese Entscheidung hier. Und wir sind nicht mehr übermannt von Anspannung, haben aber nun ein verstörendes Geständnis gemacht. Und mit dieser Eigenschaft hier beende ich diese Folge hier erst einmal. Und wir sehen, dass der erste Krieg verloren gegangen ist gegen ja unseren Lehnsherrn. Hier hat sich Lobdeburg unabhängig gemacht und zwar als unfassbar starkes Reich. Wie ist das denn passiert? Oha, was ist da denn kaputt? Hä? Was? Ey, das muss ein Bug sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Auflösungskrieg geführt? Das werden wir uns gleich mal in der nächsten Folge angucken. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir werden das hier in der nächsten Folge auflösen, was hier passiert ist. Vielen Dank dafür und bis dann. Hau rein. Ciao.